Das Darmzentrum Westbrandenburg, eines von 5 zertifizierten Darmzentren im Land Brandenburg. Hier werden Patienten, die an Dickdarmkrebs erkrankt sind, behandelt. Das Risiko dafür ist hoch, jeder 14. ist im Schnitt betroffen. Wie die klassischen Behandlungsschritte bei Darmkrebs aussehen und wann eine Operation, eine Chemo- oder Strahlentherapie das Krankheitsbild verbessern, das sehen Sie heute im Klinikjournal. Ernst Neumann bei seiner Chemotherapie. Der 85-Jährige sitzt seit einigen Stunden in der onkologischen Praxis. Vor 4 Jahren erkrankte der Rentner an Leber, dann an Lungen und an Darmkrebs. Nach 2 krebsfreien Jahren ist der nun zurückgekehrt. Ja, das Gefühl war wohl nicht gut. Ich konnte keine 100 Meter mehr gehen, wurde mir schwarz vor die Augen, war weg, und wie ich hier eingeliefert wurde und Professor Mahnke kam am Abend und sagte, Herr Neumann, haben das und das und das. Dann sage ich, sagen Sie mal lieber, was ich noch überhaupt teilhabe. Und ja, das ist halt, ja, da wissen Sie was, wenn das so gesagt wird, Sie haben Krebs und die Endstufe, dann da habe ich auch nicht mehr geschlafen. Darmkrebs ist der zweithäufigste bösartige Tumor überhaupt, und das bei Männern und bei Frauen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann einmal im Leben an Darmkrebs zu erkranken, liegt bei 6-8%. Wenn dann der Ernstfall eintritt, ist die Diagnose für die Patienten ein Schock. Umso wichtiger ist die richtige Behandlung. Und die sollte für alle Patienten mit Darmkrebs in einem spezialisierten Darmzentrum erfolgen. Hier vor Ort ist das Darmzentrum Westbrandenburg als Kooperationspartner des Klinikum Brandenburg. Patienten durchlaufen hier alle Stufen der Erkrankung, von der Diagnose bis zum Abschluss der Therapie. Der Schritt hinein ins Darmzentrum Westbrandenburg führt Patienten zur Darmspiegelung, der Koloskopie. Die Vorsorge dient dazu, möglichst frühe Stadien des Tumors zu finden. Je früher man den Tumor diagnostiziert, desto besser ist die Prognose, also desto höher ist die Chance auch, die Erkrankung zu überleben. Und wenn es gelingt, einen Tumor ganz früh zu finden, ist das immer nur gut. Das Ausmaß der Operation ist unter Umständen kleiner und die Überlebenschance größer. Also wenn man das machen will, dann ist es eine sehr sinnvolle Untersuchung, die Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung durchzuführen. Die Koloskopie wird nach Wunsch unter einer kurzen Narkose durchgeführt und dauert in der Regel eine halbe Stunde. Wurde hier ein Darmkrebsstadium festgestellt, sollten Patienten weiter in einem Darmzentrum behandelt werden. Seit 2010 besteht am Klinikum Brandenburg das Darmzentrum Westbrandenburg, zertifiziert nach strengen Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft. Das Darmzentrum ist eine Konstruktion, die einen Qualitätsstandard, einen modernen Qualitätsstandard für die Behandlung von bösartigen Polypen und Darmkrebs darstellt in Deutschland. Und eigentlich sollte jeder Patient mit Darmkrebs in einem Darmzentrum auch behandelt werden. Das ist die höchste Qualifikationsstufe, und da bin ich sehr glücklich, dass wir die bereits hier in diesem Hause seit vielen Jahren haben. Da Ernst Neumann schon an vielen Krebsarten erkrankt ist, musste er immer regelmäßig zu Kontrollen gehen. Und auch seine Frau erkrankte bereits an Darmkrebs. Ihr Leben mussten beide nach der Diagnose umstellen. Tief einatmen. Ja, Einschränkungen sind schon. Ich meine, der Darmkrebs und auch die Leber ist ja weg. Dadurch, ich darf weder so fett essen, und der Doktor sagt, was ich Appetit habe, kann ich essen, das bekommt mir dann auch. Aber es muss nach dem Appetit gekocht werden. Und meine Frau hat vom ersten Tag an, ich habe noch immer zu Hause gekocht. Im Klinikum Brandenburg fühlt sich Ernst Neumann wohl und gut behandelt. Bevor die Behandlung von Krebspatienten aber überhaupt erst beginnt, wird alles in einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen. Interdisziplinär, das bedeutet, dass hier Ärzte verschiedenster Fachrichtungen zusammensitzen und über die Behandlung des Patienten beraten. Eine Expertenrunde sozusagen. Also in meinen Augen ist das eine erhebliche Qualitätsverbesserung für den Patienten, weil eben
nicht ein Arzt alleine den Therapieweg des Patienten festlegt, sondern jeder Patient wird vor der Therapie im Tumorzentrum diskutiert und besprochen und auch nach der Operation. Was ist das Beste für den Patienten? Und jede Fachrichtung, Strahlentherapie, Onkologie, also die, die Chemotherapie machen, und eben die Chirurgen können ihre Kenntnisse dort einbringen und so individuell für den Patienten den besten Weg festlegen. In der onkologischen Praxis wird jeder Patient mit Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium über die optimale Therapie beraten. Ganz individuell, je nach Krankheitsbild. Die klassische Krebstherapie besteht dabei aus drei Säulen: der chirurgische Eingriff, also eine Operation, die Strahlentherapie und die Chemotherapie. Es gibt klassische Chemotherapien, das sind Medikamente, die man in aller Regel als Infusion gibt und die die Zellteilung behindern. Und dann gibt es als neuere Medikamente sogenannte Antikörper, die einerseits bestimmte Signalübertragungswege in der Zelle stören und dadurch wirken. Eine weitere Gruppe von Medikamenten behindert die Gefäßneubildung, die der Krebs braucht, um wachsen zu können. Und mit diesen verschiedenen Prinzipien können wir Krebserkrankungen bekämpfen. In der onkologischen Praxis bekommen die Patienten möglicherweise vor oder nach der OP eine Chemotherapie. Man macht sie manchmal nach einer erfolgten Operation, um das Rückfallrisiko zu vermindern. Das ist das, was wir adjuvante Chemotherapie nennen. Und dann gibt es die Situation, dass wir die Chemotherapie vor einer Operation machen, um den Tumor kleiner zu kriegen, damit die chirurgischen Kollegen besser operieren können. Und bei einem Teil der Patienten, wo wir wissen, wir werden sie nicht heilen können mit einer Operation, gibt es eine sogenannte palliative Chemotherapie, wo man mit der Chemotherapie versucht, die Krebserkrankung zurückzudrängen. Wenn mittlerweile auch stark reduziert, eine Chemotherapie bringt oft Nebenwirkungen wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit mit sich. Die meisten Patienten, die zu uns kommen, denken bei Chemotherapie natürlich an Haarausfall. Das sind bei den Therapien, die man beim Darmkrebs einsetzt, das ist ein ganz seltenes Problem. Zweite, was viele Menschen, wenn sie Chemo hören, denken, ist natürlich Übelkeit und Erbrechen. Das ist heutzutage durch entsprechende zusätzliche Medikamente, zumindest bei den Behandlungen, die man beim Darmkrebs macht, sehr gut zu unterdrücken und spielt in der Praxis keine Rolle. Reicht die Chemotherapie nicht aus oder erfordert es das Krankheitsbild, da die Krebszellen auch in die Lymphknoten vorgedrungen sind, werden Enddarmkarzinome häufig mit einer Strahlentherapie bekämpft. Hier im Strahlentherapiezentrum in der Hochstraße 25 steht ein sogenannter Linearbeschleuniger. Damit werden die Tumoren der krebskranken Patienten bestrahlt. Das Gerät ist sozusagen ein großes und sehr starkes Röntgengerät. Aus diesem runden Kopf dort oben, das graue Teil, dort werden die Strahlen abgegeben, gehen in den Patienten hinein, treffen dort auf den Tumor hauptsächlich. Und die Energie, die wir mit dieser Strahlung dort hinein transportieren, die soll die Krebszellen, die dort sind, abtöten. Und das Problem ist halt, dass die Strahlung relativ neutral ist. Alles, was getroffen ist, wird ein bisschen verändert. Deshalb gibt es halt eben auch Nebenwirkungen, die aber in aller Regel heutzutage durch dieses Gerät und durch gute Planung beherrschbar sind und vor allen Dingen nach Abschluss der Bestrahlung in der Regel auch wieder abklingen, relativ schnell. Also dass dauerhafte Schäden bleiben, ist heutzutage relativ selten geworden. Ob eine Strahlentherapie vor oder nach einer Operation gemacht wird, hängt vom individuellen Krankheitsbild ab. Die Operation selbst ist aber in den meisten Fällen von Darmkrebs unvermeidbar. Ganz frühe Stadien kann man endoskopisch entfernen. Das heißt, da braucht man den Bauch gar nicht aufschneiden, sondern es geht durch den Po. Praktisch kann man kleine Tumore abschneiden und damit ist der Patient geheilt. Die große Mehrzahl von Krebserkrankungen fällt aber viel später auf. Und da hilft nur die Chirurgie. Das heißt, der Patient muss operiert werden. Der Tumor muss entweder laparoskopisch, bei frühen Stadien geht das, oder eben offen bei fortgeschrittenen Stadien durch eine Operation entfernt werden. Der Darm wird in der Regel wieder zusammengenäht. Und ob dann noch weitere Therapien notwendig sind, das kriegen wir erst raus, wenn wir genau wissen, wie ist der Ausbreitungsgrad.
Selten wird nur eine Therapie allein bei der Krebsbehandlung angewendet. Meist ist es eine Kombination aus zwei oder allen drei Säulen. Je nach Patient und Krankheitsbild ist das immer unterschiedlich. Bei Ernst Neumann war das Erfolgsrezept damals eine Kombination aus Chemotherapie und Operation. Bei seiner jetzigen Krebserkrankung hoffen die Ärzte, dass eine Chemotherapie ausreicht. Ernst Neumann bleibt aber trotz schweren Schicksals optimistisch. Ich wünsche mir nur, dass es wieder eingedämpft wird und ich vielleicht ein paar glückliche Jahre habe und im Kreise meiner Lieben. Wissen Sie, wenn die Kinder zum Geburtstag oder zu irgendwas, dann freut sich der Opa und die werden die Enkel und Urenkel kommen. Und naja, und wissen Sie, ich habe ein schönes Zuhause in Schönhausen, ich habe ein schönes Eckgrundstück. Und jetzt hat man den Garten, wenn ich aus meinem Küchenfenster gucke, morgens schon, da blüht alles gewaltig. Und da hat man schon Lust auf den Tag. So wie Ernst Neumann geht es jährlich 70.000 Menschen allein in Deutschland. So viele erkranken jedes Jahr neu an Darmkrebs hierzulande. Die Heilungschancen sind, wenn er frühzeitig erkannt wird, aber so hoch wie nie zuvor. Bei einer Darmspiegelung können die Anzeichen für Darmkrebs schon in einem sehr frühen Stadium erkannt werden. Wenn wir den Tumor komplett entfernen können durch eine Operation und dann hinterher auch keine Metastasen mehr im Körper vorhanden sind, dann haben die Patienten recht gute Heilungschancen von bis zu 70%, wenn man eine 5-Jahres-Zeitspanne nimmt. Je kleiner der Tumor, je früher er entdeckt wird, desto besser die Heilungschancen. Bei ganz frühen Stadien geht das an die 90%. Diese 70% ist ein Durchschnittswert. Ab dem 55. Lebensjahr ist eine Darmspiegelung kostenlos, da sie von den Krankenkassen übernommen wird. Vorsorge hilft hier also wie so oft dabei, Leben zu retten.